Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution 2. Wir bauen heute auf der Karte Isla Sorna, welche ich schon ein wenig vorbereitet und abgeändert habe, denn ich habe versucht, so viel Land wie möglich zu entfernen, damit wir dann eine riesige Fläche an Wasser haben, auf der wir dann dieses Parkbauprojekt bauen können. Das Ganze soll übrigens Jurassic Island heißen und das soll wie in guten alten Jurassic Park Operation Genesis Zeiten eine Insel sein, auf der dann ein toller Dinosaurierpark für die Besucher entsteht. Das Coole und Besondere an dieser Idee und Parkbauweise ist, dass man hier wirklich jeden einzelnen Quadratmeter Land selber einzeichnen kann. Also es ist nichts irgendwie an Landschaft vorgegeben. Wir zeichnen hier wirklich alles komplett selber ein, so wie wir es haben möchten. Das Einzige, was halt schon vorgegeben ist, ist so ein bisschen die Hintergrundgestaltung, weil ich konnte natürlich nicht alles entfernen, sondern ich habe wirklich versucht, so viel Wasserfläche wie möglich für uns hier rauszuholen. Und jetzt wird es auch schon interessant, denn ich mache jetzt hier ganz komische Zeichnungen mit dem Terrain-Tool. Das mache ich aber nicht aus Spaß oder sowas. Das mache ich tatsächlich, um den richtigen Winkel rauszufinden, in welchem man das Terrain möglichst mit einer geraden Kante absenken kann. Also man sieht das, glaube ich, jetzt schon ganz gut. Das ist eine relativ gerade Kante entstanden, weil genau diesen Winkel brauche ich. Das geht nämlich nicht in jeder Drehung und Ausrichtung. Das geht nur in bestimmten Winkeln, dass man es dann so gerade hinbekommt. Und ich hatte halt hier direkt so Stege geplant am Rande der Insel. Und dort wollte ich natürlich das Ganze dann möglichst gerade an dem Weg absenken. Und deshalb habe ich vorher ausprobiert, in welchem Winkel das möglich ist. Das, was ich hier als erstes baue, ist übrigens der erste Ankunftsort für die Besucher. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich noch einen zweiten einbaue. Ich habe da nämlich schon eine Idee im Kopf. Aber das werden wir dann später entscheiden. Ich habe nämlich auch so ein bisschen Befürchtung, dass das Parkbauprojekt vielleicht nicht ganz so groß werden könnte, wie ich es eigentlich in meinem Kopf mir vorstelle, weil ich sehr viel mit Details und Objekten arbeiten werde. Und ich glaube, das könnte halt FPS-technisch irgendwann ein Problem werden. Aber das werden wir erst in den kommenden Folgen sehen. Da bin ich echt gespannt, inwieweit wir das Ganze ausreizen können. Man sieht hier, glaube ich, schon ganz gut, was das für eine Feinarbeit ist. Aber es wird sich am Ende ausbezahlen, dass wir jetzt hier so genau arbeiten. Weil, ja, an dieser Stelle ist es halt wirklich wichtig, dass es dann so gerade wie möglich dann aussieht, weil es halt so Stege sind, die ins Wasser ragen sollen. Und die meisten von euch wissen es sicherlich schon vom Thumbnail oder so, was wir hier bauen. Nämlich ist das eine Hafenanlage, die ich hier geplant habe, mit so zwei Stegen, die ins Wasser ragen, wo dann die Boote und Kreuzfahrtschiffe andocken können, um dann unsere Besucher in unserem Park abzuladen. Ich arbeite in diesem Parkbauprojekt übrigens wieder sehr viel mit Mods. Die Modliste ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr die Mods auch verwenden wollt. Unter anderem werde ich auch ganz viel diese relativ neue Mod noch ausprobieren, die nämlich diese kleinen coolen Zäune ins Spiel bringt. Ich glaube, das sind irgendwie, keine Ahnung, 8 bis 10 neue Zäune oder so. Die werdet ihr auch noch häufiger sehen, weil die finde ich mega cool. Vor allem sind das halt so kleine Zäune, die man dann auch mal für die Besucher verwenden kann. Und die eignen sich natürlich hier richtig gut für so einen Besuchersteg. Und ich habe mich dann jetzt auch noch hier dazu entschieden, den Steg in so einer Betonoptik an den Seiten zu machen. Das hat nämlich auch relativ gut funktioniert. Dadurch, dass wir so gerade und glatt gearbeitet haben mit dem Terrain-Tool, sah das Ganze dann auch ganz cool aus. Weil wenn ich das jetzt hier nicht im richtigen Winkel gebaut hätte, dass das Terrain so gerade und glatt wäre, dann hätte der Beton auch so ganz komische Kanten gehabt und dann auch so ganz komisch Schatten geworfen, das hätte dann doof ausgesehen. Und dadurch, dass wir das halt am Anfang so gut geplant haben, sah das Ganze dann auch relativ ordentlich aus.
der Grundriss für unseren Hafen steht, nämlich diese beiden Stege. Und jetzt ging es schon an die Gebäude von dem Hafen. Da habe ich mich für diese Jurassic Park Gebäude entschieden. Die fand ich optisch ganz cool mit diesen braunen Dächern. Eben so ein bisschen diesen rostigen alten Look. Und den fand ich für so einen Hafen eigentlich ganz cool. Ich habe hier auch dieses, ja, Besucherzentrum ist es nicht, aber es hat ja ein bisschen diesen Look. Das Besucherzentrum ist, glaube ich, ein Kontrollzentrum eigentlich. Habe ich ja auch eingebaut. Und das zählt dann sozusagen auch als unsere Toilette für den Eingangsbereich. Weil ich habe jetzt hier nicht extra noch ein Toilettengebäude gemacht, weil das gab es leider in dem passenden Look nicht mit diesen braunen Dächern. Das gab es halt nur in diesem Strohlook. Und deshalb können die Besucher dann halt in dieses Gebäude gehen und da sind dann in Anführungszeichen Toiletten drin. Weil normalerweise sind mir Toiletten am Eingangsbereich immer sehr wichtig, das wisst ihr ja. Und der Weg, den wir jetzt einzeichnen, das ist dann am Ende der Weg, der die Besucher weiter in den Park hineinführt von diesem Eingangsbereich aus. Was ich auch ganz cool finde, ist, man kann diese Gebäude wirklich mega cool miteinander kombinieren durch die Mod, dass man keine Baubegrenzung hat, weil man die dann teilweise so ein bisschen ineinander platzieren kann. Bei bestimmten Gebäuden kann man sogar ein riesiges Gebäude oder eine riesige Anlage erschaffen. Also manche Gebäude kann man halt wirklich so ineinander verschachteln und platzieren, dass sie dann wie ein richtig großes Gebäude aussehen. Da muss man einfach so ein bisschen ausprobieren. Ist aber ganz cool, also man hat ja nicht so viele Gestaltungsmöglichkeiten in Jurassic World Evolution 2, gerade was Gebäude angeht. Und das ist natürlich dann besonders cool, wenn man so noch für ein bisschen Abwechslung im Park sorgen kann, wenn man die Gebäude halt miteinander kombiniert und die dann nochmal ein wenig anders aussehen. Was natürlich auch noch gemacht werden musste, ist der Übergang in dem Meer, also von dem Hafenbecken zum tiefen Ozean dann, weil der war noch ein bisschen sehr seltsam, sah der aus von oben. Da habe ich dann noch versucht, das so gut wie möglich überzuglätten. Ich war jetzt auch nicht zu 100% zufrieden mit dem Ergebnis, aber ich hatte leider nach vorne und nach rechts nicht mehr allzu viel Platz, was die Mapbegrenzung angeht. Deswegen musste ich das relativ schnell hier absinken lassen, aber es sah danach auf jeden Fall noch mal ein bisschen ordentlicher dann aus. Und jetzt kommt auch schon die erste Bepflanzung auf unserer Insel. Und diesen Besucherweg erhöhe ich hier auch nochmal ein bisschen, weil ich möchte natürlich, dass die Insel zur Mitte hin so ein bisschen erhöht ist. Das ist ja meistens bei Inseln so, dass die am Rand flach sind und dann in der Mitte ein bisschen höher werden. Und vielleicht werden wir dann, ja, ich weiß noch nicht, also ich habe mir da noch nicht so ganz Gedanken zu gemacht, aber vielleicht werden wir auch noch einen riesen Berg in der Mitte oder so machen, je nachdem, wie es dann am Ende aussieht. Jetzt kommen hier auch schon wieder diese Zäune zum Einsatz. Die habe ich jetzt hier auch einmal am Rand entlang gezeichnet. Also die finde ich halt optisch so cool. Damit kann man so coole Sachen machen. Deswegen verwende ich die ja auch so oft und so viele verschiedene. Das ist jetzt zum Beispiel auch wieder ein anderer Zaun, den ich hier nehme für diesen Weg. Was natürlich auch echt praktisch ist, dass wir ja auch mittlerweile eine Mod haben, wo wir jeden Baum einzeln platzieren können.
Weil gerade an so Engpässen oder Engstellen, wie es jetzt hier der Fall ist, war es immer ein bisschen schwer mit diesem random Bäume einzeichnen, dass die dann an der richtigen Stelle sind. Und mit dieser Mod hat man halt die Möglichkeit, die Bäume so zu platzieren, wie man es gerne hätte. Genau wie es jetzt hier in der Mitte der Fall ist. Da kann ich jetzt auch Palmen reinplatzieren. Das wäre halt ohne Mod niemals möglich gewesen. Da bin ich echt froh drum, dass wir diese ganzen Mods mittlerweile im Spiel haben. Und ich glaube, jetzt sieht man schon ganz gut, warum ich schon gesagt habe, ich weiß nicht, wie weit wir dieses Projekt ausreizen können, weil ich werde hier halt wirklich viele einzelne Objekte platzieren und ich habe echt Angst ein bisschen davor, dass dann später die FPS richtig schlecht sind. Aber ich wollte mich jetzt auch nicht so mega begrenzen, was das Bauen anging. Also ich hatte halt so ein bisschen den Zwiespalt, ja, schön bauen, so wie ich es gerne hätte, oder halt FPS-technisch klug bauen. Ich habe mich einfach ausgetobt. Also ich habe wirklich das platziert, worauf ich Bock hatte. Und ich wollte mich auch einfach austoben. Und wir schauen dann einfach mal, inwieweit wir das Ganze ausreizen können, was die FPS angeht. Und ich meine, zur Not wird die Insel dann halt einfach ein bisschen kleiner, als ich sie mir jetzt gerade in meinem Kopf noch ausmale. Ich kann ja jederzeit einfach aufhören, die Insel zu bauen und dann ein Ende machen. Das ist ja das Praktische an so einer Insel. Man kann die halt so groß gestalten, wie man möchte. Und deshalb können wir, glaube ich, ganz gut auf die FPS dann eingehen und reagieren, wenn sie dann schlecht werden sollten. Auch gerade hier an so Stellen, wo dann so Felswände und sowas sind, wollte ich halt auch nicht an Objekten sparen. Also da wollte ich halt wirklich auch so viele Felsen platzieren, wie ich es gerne hätte, damit es dann mir optisch gefällt. Ich wollte halt auch so eine richtige Felsküstenoptik erzeugen und das geht halt nur, wenn man dort richtig viele Steine platziert. Jetzt habe ich noch bei den Stegen einmal so ein paar Stellen Zaun entfernt. Das sind dann die Stellen, wo die Schiffe andocken und die Besucher dann ausladen können. Würde ja nicht gehen, wenn das Gelände halt durchgezogen ist. Macht ja keinen Sinn. Und dann kam auch noch ein bisschen Deko dazu. Am Ende der beiden Stege einmal so ein Jurassic World Banner. Dann natürlich ein paar Lampen,
an den Ecken, damit das Ganze bei Nacht auch nicht ganz so dunkel aussieht. Und auch ein Wegweiser Richtung Besucherzentrum. Das Coole ist ja, wir haben sogar so einen Docks-Wegweiser, das heißt, den kann ich dann später auf der anderen Seite machen, dass der Richtung unseres gebauten Hafen hier zeigt. Und ja, Leute, das war's jetzt auch schon mit der ersten Folge von unserem neuen Parkbauprojekt Jurassic Island. Leider gab's in dieser Folge noch keine Dinosaurier, aber das werden wir dann in der zweiten Folge nachholen. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.